Okay, von unten Feuer, von unten Feuer. Vielleicht kann ich ja von unten Feuer machen und vielleicht ergibt sich dadurch ja irgendwas. Wenn das Kreuz so funktioniert wie das von Petit, dann ist dies das Loch für Feuer. Aber du schaffst es nicht, dass die Flamme weit genug in das Loch hineinbrennt. Das können wir mit Alkohol lösen. Du entfernst die Abdeckung und füllst das Loch mit Alkohol, woraufhin du ein Geräusch hörst, was du für ein gutes Zeichen hältst. Na, ich hoffe. Du entfernst die Abdeckung und der Alkohol verbrennt in Windeseile, was dazu führt, dass sich irgendein Zahnrad im Innern des Kreuzes bewegt. Ja, also das haben wir schon mal gelöst, aber Du so reibst eine Weile daran herum, aber... Vielleicht hilft dir der Essig tatsächlich... Ja, aber... Okay, wir haben Feuer gemacht, links war Quecksilber. Hätte, wenn und aber, hätte der Hund nicht geschissen, hätte einen Hasen gefangen. Wie kriege ich das doofe Zeug weggewischt? Da mit dem Topf. Du füllst den Kochtopf mit sauberem, kaltem Wasser. So. Ich würde mich freuen, wenn ich das schaffen würde, ohne Lösungshilfe. Auch wenn dir der Inhalt des Kochtopfs beim Säubern des Kreuzes helfen kann, wird es nichts bringen, ihn darüber auszuleeren. Ja, aber vielleicht, wenn ich den mit Essig mische? Du gibst einen guten Schuss Essig in den Kochtopf. So, und jetzt? Auch wenn dir der Inhalt des Kochtopfs beim Säubern des Kreuzes... Ja, aber wenn ich damit... Du tunkst die Bürste in das kalte Wasser-Essig-Gemisch. Oh. Jott sei Dank. So, und jetzt? Du schrubbst mit der Bürste, die du zuvor in das kalte Wasser-Essig-Gemisch getunkt hast. Aber dieses Dreckszeug ist wie festgeklebt. Okay, er hat von kalt gesprochen, also machen wir es warm. Gar kein Problem. So. Du lässt den Topf auf der Flamme stehen. Okay, dann tunken wir das Teil jetzt. Du tunkst die Bürste in das kalte Wasser-Essig-Gemisch. Ach so, nee, mach an. Du erhitzt das Wasser-Essig-Gemisch im Topf ein paar Minuten lang. Ja. Und dann? Du tunkst die Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch. Geht doch. So, und ich hoffe, dass das auch noch bis da hinten hin heiß bleibt. Nachdem du die Bürste in das heiße Wasser-Essig-Gemisch getunkt hast und damit den Dreck auf dem Kreuz verarbeitest, beginnt sich dieser aufzulösen. Also holst du den Kochtopf, tauchst die Bürste ein ums andere Mal hinein und als du so lang geschrubbt hast, dass dir fast die Arme abfallen... Ist alles gut. Aber was war jetzt nochmal links und was war rechts? Oben war Salz. Oben war Salz. Du entfernst die Abdeckung vom Loch, schüttest das Salz hinein und irgendwo im Kreuz wird ein Mechanismus in Gang gesetzt. Ja. Was war links? Der Hohlraum hinter der Abdeckung ist leer. Aber links war links oder rechts Quecksilber? Du erinnerst dich an Petits Worte. Und das heißt, dass der Priester Don Ginesta Ordunia Quecksilber rechts, alles klar. Eine gute Idee. Aber zuerst musst du die Abdeckung entfernen. Hä? Ganz sicher befindet sich ein Loch hinter diesem Deckel. Aber er sitzt fest und du kannst ihn nicht bewegen. Scheusal! Du versuchst, die Abdeckung per Hand abzubekommen, schaffst es aber nicht. Scheusal! Da fahren wir jetzt aber das Messer, oder? Mit der Klinge des Messers kannst du die Abdeckung entfernen. Super! So, da kommt dann das Quecksilber rein. Du entfernst die Abdeckung und schüttest etwas Quecksilber in die Öffnung, woraufhin sich irgendetwas im Kreuz entriegelt. So, und dann haben wir links Schwefel. Nach dem Entfernen der Abdeckung gibst du Schwefel in das Loch und... Wuhu! Es passiert was. Hoppala. Ein Geheimgang. Oha. Oha. Wir haben ein Problem.
Oha. Brüder, Brüder, Ruhe! Ihr wurdet in der Halle der Ewigkeit zusammengerufen, weil der Frieden unserer Gemeinschaft mit Füßen getreten wurde. Einer der unseren hat verhindert, dass die Erneuerung des Fleisches vollzogen werden kann. Zeigt euch, Ketzer, wer seid ihr? Ach du Scheiße. Codename, wahrer Name, Schweigen, Codename. Ich habe keinen anderen Namen als jenen, den ihr mir bei meinem Eintritt in den Orden gabt. Vulcano. Seit dem Tage, als wir diese Kirche errichtet haben, seid ihr meine rechte Hand gewesen. Aber ihr habt uns verraten. Gesteht euer Verbrechen. Ach du Scheiß, wie, also boah, also jetzt sind wir tatsächlich, zu der Gründungszeit, oh, ich muss mich mal eben einmal anders hinsetzen, so. Also, okay, aber wir sind schon mal nicht der Typ, sondern, naja, wir waren seine rechte Hand. Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft. Ist das ein Verbrechen? Wir alle haben es getan. Okay. Ich habe Unschuldige gefoltert, um zu erfahren, was sie wussten. Und ihr wart womöglich einer der besten Folterknechte, die dieser Orden je hatte. Aber damit habt ihr uns nicht verraten. Ach du Scheiße, sondern? Trotz meiner Sünden habe ich den Leib Christi empfangen, um Satan zu gefallen. Ihr wisst selbst, dass eine solch noble Tat keinen Verrat darstellt. Boah, ich kann da gar nichts, also ich weiß nicht, ich erzähl da mal lieber nicht so viel zwischen, ich will's wissen. Ich habe Gräber ausgehoben, Leichen geschändet und ihre Organe entnommen. Ich selbst hatte euch darum gebeten. Da gibt es nichts zu bereuen. Wie die Puppen am Anfang. Es fügt sich alles zusammen. Ich habe mehr als 50 Menschen kaltblütig ermordet. Männer, Frauen, Alte und... Und ihr habt versagt, Ketzer! Ihr habt meine Befehle missachtet, dem Auserwählten geholfen zu fliehen und so die Vollendung der Erneuerung des Fleisches verhindert. Was? Wer? Hä? Er war noch ein Kind. Wen interessiert denn das Alter, wenn man die Unsterblichkeit vor Augen hat? Es musste sterben, um wiedererweckt zu werden und unserer Suche einen Sinn zu geben. Bereut ihr euren Verrat? Es musste sterben? So wie wir? Ja, bereue ich das? Ja, keine Ahnung. Ich habe ein Kind laufen lassen. Nein. Ich würde es wieder tun, Guinness. Was machen wir mit ihm, meine Brüder? Leben oder Tod? Déjà-vu. Dann sei es der Tod. Aber Satan ist der einzige barmherzige Gott. Und er gewährt euch eine weitere Chance. Nach eurem Tod werdet ihr zurückkehren, um ihm erneut zu dienen, fügsam und ohne eine Gelegenheit des Verrats. Das erklärt natürlich einiges. Das wagt ihr nicht. Das könnt ihr mir nicht antun. Oh doch, ich kann. In nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi. Nach jahrelanger Suche sind wir durch die Kombination der Folter und den Elementen der Alchemie auf die Formel der Unsterblichkeit gestoßen. Bruder Vulcano, ihr wurdet dem Ritual gemäß gefoltert und nun werdet ihr aus dem Kelch des ewigen Lebens trinken. Salz und Schwefel, um es zu reinigen. Eisen, um es neu zu schmieden. Gold, um zurückzukehren. Quecksilber. Feuer, um Satan zu huldigen. Quecksilber. Und die Münze des Schicksals, um den Schöpfer selbst zu verhöhnen. Quecksilber, um sich zu erinnern. Es ist Zeit, meine Brüder. Lasst ihn trinken. Ah, okay. Jetzt gebt ihm ein Brandzeichen,
sodass wir ihn wiedererkennen, sobald er zurückkehrt. O Satan, ihr, der ihr diesem Ketzer das ewige Leben geschenkt habt, erlaubt uns, es ihm für den Augenblick zu entreißen, damit er zurückkehrt und uns eine Kostprobe eurer Kunst gibt. Tötet den Angeklagten! Im Namen der heiligen Inquisition, der frevelhafte Gineste Ordunia und alle Mitglieder seines dämonischen Ordens werden in ihrer eigenen blasphemischen Kirche hingerichtet und unter freiem Himmel verbrannt, um die Ketzer zu verhöhnen. Das Urteil wird heute am 31. August des Jahres unseres Herrn 1501 vollzogen. Hallo, Choke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Dein Freund Mr. White ist unterwegs. Die beiden, die dich festhalten, könntest du mit Leichtigkeit loswerden. Du sollst ihm etwas aufschreiben, ein Rezept. Du erinnerst dich bestimmt. Aber was dann? Es sind so viele. Sagst du gar nichts? Vielleicht hilft dir etwas. Ja, ich erkenne dich wieder. Aus einem früheren Leben. Ich dich auch. Immer wenn ich in den Spiegel sehe. Der unbekannte Sinn. Nicht! Du beherrschst den Schwertkampf bereits. Wieso bist du noch hier, Lehrling? Ihr habt mich noch nicht gelehrt, den unbekannten Sinn zu beherrschen. Du bist nicht bereit. Wann bin ich soweit? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Wirst du mich dann den unbekannten Sinn lehren? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Boah, okay, wir sind wieder zurück. Mit nur noch dem Jagdzahn und dem glasierten Hühnchen mit dem Diamantinneren schon mittlerweile. Wow. Das war okay. Da hat sich jetzt ja mein ganzer Arsch voll zusammengefügt. Also wir sind nicht nur Choke, wir sind sondern die rechte Hand des Typen, der den Orden des Fleisches gegründet hat, gewesen. Und wir müssen auf jeden Fall Quecksilber saufen, also mit diesem Gemisch, was der gesagt hatte, würde ich sagen. Damit er sich irgendwie erinnern kann und. Keine Ahnung, so viel zu tun. Du weißt nicht, wieso der Meister es bei dem schönen Wetter verschlossen hält. Okay, für unbekannter Sinn, wir sind dann wieder in Erinnerung und wir müssen den, darf ich das jetzt eigentlich mitnehmen? Ich bin mir unschlüssig. Ja, ich darf es mitnehmen. Okay, da müssen wir jetzt eine Blume besorgen. Ich bin gerade, die Story-Wechselung finde ich gerade total. Wow, okay. Entscheidest dich dagegen, die Lampe mitzunehmen. Vögelchen, grüß dich. Der Vogel befindet sich direkt unter den Blumen der Wahrheit. Es ist zu weit weg. Möchtest du ein glasiertes Hühnchen? Das wirfst du nicht ins Nest. Oh. Vielleicht steht der Vogel auf Jagdzahn. Das wirfst du. Vielleicht kann ich den mit dem Schwert erschlagen. Das wirfst du. Nein. Okay, ich muss irgendwie den Vogel anlocken. Mir kommt aus so Butz eine Idee mit dem. Ach nee, das war Salz. Du brauchst den halbleeren Sack, sowie das verbliebene Salz darin nicht. Okay, da war was. Du schaffst es nicht. Wir haben immer einen noch den. Topf. Topf? Wir haben den Jagdzahn, wir haben das, da ist noch dieses komische Teil. Kann ich das Teil damit? Du zerbrichst die Eisdecke um den toten Strauch mit dem Katana, entfernst die Erde und reißt ihn mit der Wurzel heraus. Ja, und wo ist der? Fruchtbare Erde. Ideal, um neues Leben in sich aufzunehmen. Du lässt die entfernte Erde dort liegen, wo sie dir am meisten von Nutzen ist.
Okay, neues Leben. Entweder schmeißen wir jetzt den Jackzahn da rein oder wir schmeißen das glasierte Hütchen da rein. Versuch nicht, die glasierte Ente auszusehen. Sie wird nicht wachsen. Warum nicht? Und der Zahn? Nein, der macht nur dumm. Okay, Hätte er einen Namen, würdest du ihn wohl Rosebud nennen. Bis du dein Training abgeschlossen hast und die Berge verlässt, wirst du deinen Schlitten stehen lassen. Alles klar, okay.